Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Helene Weber TV. Was muss eine Schule bieten, damit sie das Qualitätsurteil gut bekommt? In den USA ergab vor Jahren eine Untersuchung, dass alle Schulen bei allen Unterschieden nur ein gemeinsames Angebot hatten. Das war ein Tanzabend für Eltern. Das bieten wir nicht, aber die vielen Außenkontakte und Partnerschaften beweisen die Attraktivität des Helene Weber Berufskollegs. Ein Beispiel möchten wir Ihnen hier zeigen. Am 11. März kam eine Schülergruppe der Sertöner Schule zu uns ins HWBK und bekam erste Eindrücke von der Berufsschule für Fleischer. Wir werden gleich Leberkäse herstellen, damit ihr mal seht, wie das alles auch vonstatten geht. Und werden dann auch schon gleich welche Probe halber da in den Ofen stellen, damit wir nachher probieren können. Wir haben schon Wiener Würstchen vorbereitet, die wir nachher auch probieren. Und dann werden die Kollegen nachher mal so ein bisschen was zeigen hinsichtlich Zerlegen von Teilstücken. Wir haben also Schinken da, wir haben Schultern da. Und dann werden die Herren mal zeigen, was sie in den 3 Jahren gelernt haben. Und bei Zerlegearbeiten ist sogar auch Vorschrift, dass man nicht nur den Handschuh trägt, sondern auch den Körperschutz hat. Wenn man ausrutscht, kann man sich da wirklich schwer in Verletzungen zuziehen. Heute besuchen Sertöner Schüler den Unterricht der Berufsschule für Fleischer. Aus diesem Anlass kam auch Theresa Meyer von der Neuen Westfälischen, um darüber zu berichten. Schulleiter Andreas Czorny begrüßte die Schüler und dankte den beteiligten Kollegen. Ich freue mich, dass Kollege Klassmann als Kollege der Sertöner Schule seine Klasse heute mitgebracht hat. Ich freue mich besonders, dass Frau Katz, die Konrektorin, da ist. Eine super gute Kooperation, die möglich macht, dass Sek-1-Schulen in die Praxis der Berufsschule kommen, sehen, was für Anforderungen sind da, was ist das Spannende, was macht Spaß, was könnte eventuell an beruflicher Orientierung dabei herauskommen. Und man erwartet jetzt, dass die guten Möglichkeiten, die das Nahrungsmittelhandwerk hat, vielleicht ein bisschen den Funken in die Sek-1-Schule trägt und dort weitere Auszubildende sich auf den Weg macht. Ich denke, das ist diese Verknüpfung zwischen Berufsschule, Sek-1, davon profitieren beide Systeme. Wir haben durch diesen Austausch, sind wir immer im Kontakt. Und 10 Jahre lang, das wissen Sie ja sicherlich noch, wird man ein bisschen geschont in einer kleineren Schule. Da kümmern sich die Lehrer ganz intensiv um die Schüler. Und dann plötzlich kommt der große Schritt, und ich finde, das ist wirklich ein großer Schritt, in dieses große Schulgebäude mit den vielen Menschen. Und diesen Schritt zu begleiten, denke ich, das ist auch Ziel dieser Kooperation. Seit 2010 gibt es schon die Kooperation der Sertöner Schule mit dem Helene Weber Berufskolleg. Einmal in der Woche tauschen Heribert Klassmann von der Förderschule und Rainer Wandel vom HWBK ihre Arbeitsplätze und unterrichten jeweils in der anderen Schule. In unserem nächsten Beitrag geht es um das Helene Weber Berufskolleg als Ort mit professioneller Ausstattung. Landesweite Wettbewerbe finden hier statt. Und wir stellen dann nicht nur die Umgebung, sondern auch geschultes Personal. Am Freitag, dem 11. März, war das Helene Weber Berufskolleg wieder Austragungsort der Landesmeisterschaft um den Erdgaspokal. Die Hauptschule Bergneustadt, die Heinrich-Heine-Gesamtschule Düsseldorf und die Alexander-Lebenstein-Realschule aus Haltern am See trafen zum Kochwettstreit um das beste Menü gegeneinander an. Motivationsprobleme gibt es mit Sicherheit nicht. Jeder ist hochmotiviert. Nehmen Sie bitte das Ergebnis so an, wie es ausfällt. Alle Teilnehmer versuchen wirklich das Allerbeste und sie gewinnen und verlieren gemeinsam. Ja, liebe Schülerinnen, liebe Betreuerinnen und Lehrer, nochmal herzlich willkommen. Und ich denke, Sie haben sich soweit eingerichtet. In 5 Minuten geht's los, dann sage ich auf die Plätze, fertig, los. Also ich wünsche euch auch gut Erfolg. Alle, ich drücke all die Daumen. Einer kann nur nach Erfurt kommen. You will always be my lady. There's no other woman for me. I'm so glad you chose me, girl. In den gastronomischen Küchen des HWBK fanden die Schülerinnen eine professionelle Arbeitsumgebung, in der sie fantasievolle 3-Gänge-Menüs zubereiteten. You are my sweet love. Bernd Haubal, Küchenmeister und Fachlehrer im Gastgewerbe, sorgte mit Auszubildenden für den reibungslosen Verlauf der Meisterschaft. Like
Alle konnten überzeugen, doch es konnte nur einen Sieger geben. In diesem Jahr geht der Landespokal an die Realschule in Haltern am See. Aber auch die anderen beiden Schulen können sich als Sieger fühlen. In unserem letzten Beitrag berichten wir von unserer Jubiläumsfeier. 70 Jahre Kinderpflege am Bischofsteich. 1941 begann der erste Jahrgang bei uns und seitdem wurden viele Schülerinnen auf die Arbeit mit Kindern und in der Familie vorbereitet. Zu diesem Jubiläum trafen sich viele ehemalige Schülerinnen und Lehrerinnen im HWBK. Ungläubige Staunen, ist sie es wirklich? Und viel Wiedersehensfreude lag in der Luft des Foyers im Ludwig-Erb-Berufskolleg, das Veranstaltungsort des ersten Teils der Feier war. Schulleiter Andreas Czorny begrüßte die Gäste und ließ die vergangenen 70 Jahre Revue passieren. Er blieb aber nicht bei der Gegenwart stehen. Ich hoffe ja sehr, dass wir das 100-jährige Kinderpflegejubiläum demnächst feiern können. Welche Bildungslandschaft werden wir im Elementarbereich vorfinden? In Anlehnung an den Professor für Psychologie, Alan Guggenbühl aus Zürich, der die Jungen, nicht die Mädchen, die Jungen als Benachteiligte des Bildungsprozesses erkannt hat, wage ich drei Thesen für 2041 aufzustellen. Erstens, Kindergartenpflicht ab 4 Jahre. Zweitens, phasenweise Trennung von Mädchen und Jungen in Kita und Schule. Und drittens, feste Quote. In ihrem Festvortrag mit dem Titel »In die Zukunft investieren« hob die Landtagsabgeordnete Sigrid Behr die Bedeutsamkeit der Kinderpflegeausbildung für die Arbeit mit Kindern hervor. 70 Jahre Kinderpflegerinnenausbildung, das ist der festliche Anlass für den heutigen Tag. Und zu Recht können Sie stolz sein auf Ihre Geschichte, auf das, was Sie geleistet haben, was Sie jungen Menschen mitgegeben haben, nicht nur für das Berufsleben, sondern an Haltung und Einstellung anderen Menschen gegenüber, an Werten für die Lebensgestaltung insgesamt. Und Sie, die Absolventin dieser Bildungsschule. Michaela Terschlüsen-Freitag von der Kreismusikschule Paderborn stellte mit Vorschulkindern aus Buko und Dahl unter Beweis, dass es sich lohnt, in die Zukunft zu investieren. Die im Rahmen der musikalischen Früherziehung einstudierten Stücke wie der Tanz der Lollipops und der Auftritt der heißen Besen zu der Musik Ghostbusters begeisterten das Publikum. Humorvoll wurde der Abschluss des Abends durch das Comedy-Theater von Britta Lennertz zum Thema »Was hätte aus uns werden können?« eingeleitet und klang in gemütlicher Runde mit einem Buffet im Stile der 50er Jahre aus. Sie sehen, Unterricht ist nicht alles. So, das war's von uns. Alles Gute und machen Sie das Beste draus.